Hallo und herzlich willkommen zurück zu King's Quest. Ja, wir sind hier gefangen in der Höhle mit Achaka und wollen mal mit ihm reden. Hey, schöne Aussicht. Achaka. Ja, genau. Wir sollten ihm noch das hier geben. Hey, unterschreibt ihr das bitte? Stalama. Richtig. Lassen wir erst diese Höhle hinter uns. Genau, und Esther? Sieh sich den einer an. Ganz meine Meinung. Okay, was haben wir denn so alles noch? Haben wir hier irgendetwas? Vielleicht ein Goldstück für die Laterne? Nee, da ist nicht wirklich was. Dann können wir wohl nur durch diese Tür hindurch. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Wir passen ja da ohne Probleme durch. Hey, ja, ja, ja. Und da ist der Drache. Okay. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn da alles? Buta? Stalama, Stalama. Noch nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist das denn da? Das war die Futterklöcke. Der Drache wurde nicht an der kurzen Leine gehalten. So. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas hier zu machen? Nee, sonst geht ja nichts. Das war eigentlich jetzt nicht so gedacht. Buta! Stalama, Stalama. Jetzt, wir machen den wieder hoch und danach soll er mal schießen, dann schauen wir mal, was passiert. Buta? Ja. Afanata. Perfekt. Dann können wir nämlich hier rüber. Können wir auch noch nichts machen? Da können wir noch nichts machen. Okay, dann, so. Buta? Yep. Probier mal. Ach, der hängt sich noch da auf. Buta? Yep, probier's. Apanata. Gut. Das heißt, wir kommen da rüber. Die Frage ist, da drüben ist kein Schild da, oder? Na doch, das könnte doch funktionieren. Probieren wir mal. So. Dann gehen wir mal hier rüber. Und hängen da das Schild auf. Beziehungsweise müssen wir es da vielleicht... Ne,
da können wir leider nichts machen. Ja, dann müssen wir das da wohl auch noch irgendwie verschieben, oder? Buta! Jo, mach mal. Nein, das war vielleicht keine so gute Idee. Also das Ganze nochmal zurück. Jupp. Gut. Was bringt es uns, wenn wir... Wir könnten vielleicht auch rüber kommen, oder? Buta. Nein, mein Freund, noch nicht. Noch nicht. Stalama, Stalama. Noch nicht. Wir gehen erstmal wieder hier rüber. Okay, aber was bringt uns das jetzt? Wenn wir das hier verschoben haben. Eigentlich doch nichts, oder? Oder bringt uns das irgendwie was? Außer wenn wir jetzt schießen, dass wir nicht mehr rüberkommen. Aber sonst können wir nichts machen. Ich habe jedenfalls nichts gesehen. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht machen. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht so machen, aber gut. Und es geht hier ins Dings rein. Was passiert, wenn man das Schild unten lassen? Schießt er dann woanders hin? Genau, dann schießt das so nämlich das hin. Perfekt, dann geht's nämlich nicht dahin. Gut. Dann können wir nämlich jetzt halt hierher. Und hier können wir das nämlich das Schild dranhängen. Ja, das sieht gut aus. Ich würde sagen, jetzt haben wir's. Buta! Jo. So, und was passiert jetzt, wo das Ding an einem Drachen dranhängt? Wenn wir jetzt nochmal zur Essensglocke läuten. Dann reißt der Drache doch diese Tür ab. Hätte ich vorgeschlagen. Hätte ich gesagt. Nicht vorgeschlagen. So. Dann lasst uns mal läuten. Und? Perfekt. Das nenne ich mal ein gutes Teamwork. Was ist mit uns? Ah. Dankeschön. Perfekt. Ich würde sagen, das haben wir ja meisterlich gelöst.
So, jetzt müssen wir den irgendwie jetzt wieder befreien. Geht's da auch irgendwie oder geht's nur geradeaus? Ne, es geht anscheinend nur geradeaus. Ah. Was ist das hier drüben? Das ist nichts. Da haben wir nur das hier. So, und weiter geht's. Gut, dann schießen wir mal. Okay. Hey, das hat geklappt. Wir haben gerade eben das Bogenschießen gelernt. Klasse. Vielleicht kommen wir dann jetzt damit an der einen Stelle weiter. Wo unsere Bogenschießkünste doch ziemlich versagt haben. Heuiui. Vielleicht gibt es ein Addendum, laut dem man ins Turnier zurück darf, wenn man ein Auge mitbringt. Spurgi, Avermatter. Hätte ich nicht besser sagen können. Okay, du klemmst ein bisschen. Er schläft. Guter. Stalama, Stalama. Oh. Oh. Nein! Hätte ich mich da doch anders entscheiden sollen, vielleicht. Ich hielt es eigentlich für sicherer, wenn wir da rausfliehen. Ich hab genug. Ich hab genug. Das ist nichts für mich. Wo willst du hin? Ich gehe heim, wo ich hingehöre. Man versprach mir Wunder und Abenteuer und spektakuläre schwebende Inseln. Stattdessen fand ich ein Daventry, das nie so sein wird, wie es früher mal war. Daventry braucht dich, Graham. Ich weiß, du hast etwas anderes erwartet, aber gib ihnen Zeit. Es kann wieder großartig werden, wenn die richtigen Leute das Kommando übernehmen. Der Mensch bin ich nicht. Und wer an mich glaubt, könnte dabei draufgehen. Also gut, geh. Dann werde eben Zahnarzt. Ich schätze, Achaka hat sich geirrt. Was? Ach, nichts. Es war mir eine Freude, Graham. Raus damit! Na gut.
Ich habe beim Ritterlichkeitstest mit Achaka ein paar Worte über dich gewechselt. Hast du dich nie gefragt, warum Achaka beim Turnier dabei ist, Graham? Hat er dir je gesagt, warum? Vielleicht, nein. Aber ich verstehe nur zwei Worte in seiner Sprache. Eine schreckliche Hungersnot hat Achakas Dorf Yukmichia geplagt. Er hat seine leidende Familie zurückgelassen, um am Turnier teilzunehmen. Er hoffte, eine Audienz beim König zu erhalten, um dort um Hilfe zu bitten. Ein hochgestecktes Ziel, selbst... Also muss meinetwegen ein ganzes Dorf hungern. Jetzt geht's mir besser. Nein, denn dank dir wird ein Dorf gerettet. Achaka war beeindruckt von dir. Er hat mir gesagt, dass er dich auf deiner Reise nach Daventry beobachtet hat und dass du eine Person wärst, die Veränderungen bringen kann. Auf jeden Fall mehr als diese Blechköpfe. Wenn du nicht für dich selbst oder für mich kämpfst, dann kämpfe für die Yukmichianer. Sie brauchen dich. Du bist ihre letzte Hoffnung. Okay, sehr, sehr schön. Oder auch weniger schön. Ich frage mich, hätte er das überlebt, wenn wir gesagt hätten, er soll auf das Untier, was heißt Untier, auf den Drachen schießen? Hätte er es dann überlebt? Aber ich glaube es fast nicht. Ich glaube, da wäre wahrscheinlich genau dasselbe wieder passiert. Dann wäre er auf eine andere Weise umgekommen wahrscheinlich. Schätze ich mal, hoffe ich eigentlich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. So wie sich das Gespräch nämlich angehört hat, hat sich es angehört, als ob es auf jeden Fall stattgefunden haben sollte. Und ich hielt es auf jeden Fall für sicher, halt zuerst aus diesen Dings rauszugehen, aus dieser Höhle rauszugehen und nicht auf den Drachen zu schießen. Naja, wie dem auch sei. Jetzt ist es so geschehen. Vielleicht spiele ich es nochmal durch. Aber dann ohne Let's Play und probiere es mal, was passiert wäre, wenn es anders gewesen wäre. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal Schluss und beim nächsten Mal weiter. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!